Wir haben als nächste Rednerin Jutta Zedlitz von der Partei Die Violetten. Applaus und ich übergebe. Hallo. Grundeinkommen ist ein Menschenrecht. Ich träume von einer Welt, in der Geld überflüssig geworden ist, weil wir Menschen gelernt haben, einander zu vertrauen und unsere Fähigkeiten dafür einzusetzen, einander das, was jeder nach seinen individuellen Bedürfnissen braucht, kostenlos zur Verfügung zu stellen. Unserem Ursprung nach sind wir geistige Wesen, die eine materielle Form auf diesem Planeten angenommen haben, um Erfahrungen zu machen und dadurch zu lernen. Das Schwierigste, was wir zu lernen haben, und zugleich das Größte und Schönste, was wir einander zu geben haben, ist bedingungslose Liebe. Innerhalb der Familie fällt es uns relativ leicht, einander bedingungslos zu lieben, zu beschenken und zu versorgen. Aber wird es uns eines Tages gelingen, die gesamte Menschheit als unsere Familie anzusehen und nicht nur anzusehen, sondern zu empfinden? Denn nur wenn ich jeden Menschen tatsächlich als einen Teil meiner Familie, letztendlich als einen Teil meiner selbst empfinden kann, bin ich in der Lage, ihn bedingungslos zu lieben, zu beschenken und zu versorgen. Bis wir allerdings an diesem Punkt angelangt sind, braucht es Zwischenschritte und ein solcher Zwischenschritt ist ein bedingungsloses Grundeinkommen. Grundeinkommen ist ein Menschenrecht. Jeder Mensch hat das Recht auf ein Leben in Würde. Und dazu gehört auch, genug zum Leben zu haben. Es ist entwürdigend, ums Überleben kämpfen zu müssen, während andere im Reichtum schwimmen. Es ist entwürdigend, als sozial schwach bezeichnet zu werden, wenn der Hartz-IV-Satz oder der Minijob nicht ausreicht, um an der Gesellschaft teilzuhaben. Es ist entwürdigend, als arbeitsscheu und als Schmarotzer bezeichnet zu werden, wenn es nicht genug Erwerbsarbeit gibt, weil zu viele Arbeitsplätze aufgrund von technologischem Fortschritt, aber auch aufgrund von Gewinnstreben wegrationalisiert oder ins billigere Ausland verlegt worden sind. Es ist entwürdigend, dass Berufe, die anderen Menschen dienen, etwa in der Erziehung, Betreuung und Pflege oder auch in der Kunst, mit die niedrigsten Einkommen erzielen, nur weil sie keinen Gewinn erwirtschaften. Und deshalb müssen Arbeit und Einkommen voneinander getrennt werden. Grundeinkommen ist ein Menschenrecht.